Einen wunderschönen guten Morgen aus der wunderschönen Stadt Stockholm. Das vorletzte Ziel unserer Skandinavien-Tour sozusagen. André und ich haben gestern schon überlegt, nächstes Jahr, wann wir denn dann nach Helsinki fliegen. Und es wird wohl der März werden, so wie dieses Jahr im März Kopenhagen dran war. Ja, was gibt's zu erzählen? Ich mache mal Glotze aus, lenkt mich zu sehr ab. Ja, wir sind gut angekommen. Wir sind gut zum Hotel gekommen, war richtig gut ausgesucht. Denn es ist sehr fußläufig nah zum Bahnhof. Und wir sind einfach am Flughafen nur in den Zug rein und hier wieder raus und direkt ins Hotel gefallen. Die Zimmer sind sehr schön. Ich habe gut geschlafen. Das Bett ist zwar super weich, aber egal. Für zwei, drei Nächte. Nee, eins, zwei Nächte geht das schon. Und ich bin ja von zu Hause jetzt mittlerweile auch schon recht weich gewöhnt. Von daher. So. Ja, was gibt es zu erzählen? Es ist heute Samstag und es ist der 31. August und wir haben in Berlin, weiß ich nicht, aber in Stockholm irgendwas um die 14 Grad. Sehr viel wärmer wird es heute auch nicht, irgendwie 16 Grad. Regenwahrscheinlichkeit ist dabei und ja, wir haben eine schöne Zeit. Wir waren gestern nochmal unterwegs. Wir sind irgendwann, würde ich sagen, so 17 Uhr im Hotel gewesen. 17:30 Uhr. 18 Uhr sind wir wieder los und dann gab es Abendessen bei einem Burgerladen, wo es auch Bier gab. Aber wir haben kein Bier getrunken. Wir haben Limo getrunken. Also ich hatte zumindest so eine Limo Bubblegum Limo und er hatte, glaube ich, Cola und Wasser gab es auch noch dazu. Edel. Und dazu ein lecker Burger. Ja, sind gestern noch gut gelaufen, haben noch ein paar Bilder gemacht, wollten gerne am Wasser noch ein bisschen schaukeln, aber alle Schaukeln waren leider belegt, von daher mussten wir uns mit einer Bank zufrieden geben. Und irgendwann so um 9 oder so waren wir, glaube ich, wieder am Hotel und haben dann auch um 10 die Segel gestrichen. Ja, jetzt gibt es gleich Frühstück, also irgendwie nach 8, 8 bis, nee, 7:30 Uhr bis, ich glaube, 10 Uhr kann man sich hier Frühstücks versorgen und dann geht es auch schon los. Der Plan für heute ist, mit einer Fähre einmal eine Stadtrundfahrt zu machen. Es gibt wohl touristische Stadtrundfahrten zu Wasser. Und dann gibt es aber auch nochmal den öffentlichen Nahverkehr, der dieselbe Strecke fährt. Der einzige Nachteil, den du hast, ist halt niemanden, der dir irgendwie erzählt, woran du gerade vorbeifährst. Ja, gucken wir mal. Wir machen jetzt erstmal die städtische Tour sozusagen, holen uns heute eine Tageskarte für den Nahverkehr und schauen uns dann mal in der Stadt um. Ja, freue ich mich schon drauf. Freue ich mich schon drauf. Aber aufs Frühstück freue ich mich auch. Geschlafen habe ich gut. Und gestern Abend, als ich dann so langsam wegknickte, hatte ich noch so den Gedanken, ja, mit anderen Menschen zusammenreisen ist viel schöner als alleine. Ich war jetzt Mitte August in Bristol, das war auch sehr schön, so ist es nicht, aber mit jemand anders zusammen wäre das wahrscheinlich noch ein bisschen angenehmer und unterhaltsamer gewesen. Zumal ich meinte ich gestern auch zu André, in Bristol habe ich relativ wenig geredet. Ne? Man redet ja eigentlich nicht mit sich selber und nur wenn ich jetzt irgendwo mir das Essen zu trinken geholt habe, selbst da im Supermarkt redest du ja eigentlich nicht mit der Selbstbedienungskasse. Also von daher war die Kommunikation relativ reduziert. War auch nicht schlecht, mal so ein paar Tage den Rand zu halten, aber es ist auch ganz schön, mit André durch Stockholm zu laufen und rumzualbern und rumzukaspern. Ja, und sich über den Sinn des Lebens auszutauschen. Ja, gut. Dann würde ich sagen, habt alle einen wunderschönen Samstag, habt ein schönes Wochenende. Ich melde mich morgen wieder hier aus diesem Zimmer, bevor es dann schon wieder zurückgeht. Wir haben heute einen ganzen Tag und morgen irgendwann so gegen 15 Uhr geht, glaube ich, mein Flieger zurück oder so. Und Andres Flieger geht, glaube ich, eine Stunde früher. Ja. Aber bis dahin ist noch viel Zeit und wir schauen uns mal hier oben und machen noch ein paar Bilder und so, ne? Gut, dann. Wie gesagt, schönes Wochenende, schönen Samstag und ja, lasst euch nicht ärgern. Tschüss!